Im heutigen Video zeige ich, wie ihr euch ein Musik-LED selber bauen könnt. Dazu zerschneide ich zunächst die Platine auf die passenden Maße und durchtrenne anschließend mit der Standbohrmaschine die Leiterbahn, um die notwendige Reihen- und Parallelschaltung der LEDs zu erreichen. Hier sehen wir jetzt nun alle Bauteile im Überblick. Zunächst haben wir einen NPN-Transistor Typ 31, einen 68 Ohm Widerstand, unsere drei LEDs und die schon bearbeitete Platine. Nun aber ans Löten. Zunächst löte ich den Typ 31 Transistor ein und hierbei sollte man aufpassen, dass der Chip selbst nicht zu heiß wird, also lange Lötzeiten vermeiden. Anschließend kommt der Lastwiderstand für die drei LEDs, den ich auch mit zwei Lötpunkten befestige, und dann kommt schon die LEDs selbst. Hierbei solltet ihr darauf achten, dass ihr keine Verbindungen vergesst und dass die Leiterbahnen auch sicher durchtrennt sind, da ihr sonst euch die LEDs durchbrennen könnt. Nachdem nun auch die letzte LED eingelötet ist, können wir unser vorläufiges Werk in Händen halten. Nun folgen nur noch die Kabel. Um den Isolierlack an Audiokabeln zu entfernen, müsst ihr diese einfach lang genug warm machen, bis sich der Lack unter starker Rauchentwicklung auflöst. Dann könnt ihr das Kabel ganz normal einlöten und mit den anderen Kontakten verbinden. Zu guter Letzt folgt dann noch das Stromkabel und dann wären wir auch schon eigentlich fertig. Da der Typ 31 Transistor in der Lage ist, bis zu 15 LEDs zu schalten, habe ich neben dem eigentlichen Modul, was ihr hier im Bild seht, auch noch ein zweites Modul mit LEDs gefertigt, was ich einfach anstecken kann. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen und demnächst folgen weitere How-Tos und Anleitungen aus der Technikwelt.